Seit circa 2012 gibt es die Fiakerfahrten durch den Zentralfriedhof. Die Fahrten beginnen beim Haupttor des Friedhofs. Zuerst geht es die Hauptachse des Friedhofs vom Haupttor durch die alten Arkaden zur Dr. Karl-Ueger-Kirche. Wenn wir zu suchen, schon vorausschauend für das Jahr 2000, wie man hier in Wien, Simmering, Kaiser-Ebersdorf heißt, dieser Stadtteil gefunden hat. Die Fläche hier beträgt 2,5 Quadratkilometer. Der Boden ist hier sehr sandhältig und auch sehr luftdurchlässig, dadurch gut geeignet für einen Friedhof. Es wurde 1870 ein Gartenwettbewerb gestartet. Seine Tätigkeit während seines Lebens und wird von der Stadt Wien finanziell gefunden, gepflegt und auch die Gestaltung des Grabdenkmales wird alles finanziell von der Stadt Wien oder von dem Land Österreich. In der Mitte dieser Gruppe befinden sich die Schauspieler Kurt Jürgens, Paul Hörbiger, Theo Lingen, Moser, die Kabarettisten Farkas Schweitinger, Komponist und Dirigent. Die Dr. Karl-Ueger-Kirche ist eine der zwei bekannten Jugendstilkirchen Wiens. Der Wiener Zentralfriedhof war von Beginn an als interkonfessioneller Friedhof geplant und angelegt. Hier an der linken Seite beginnt der altjüdische Teil. Dieser Teil wurde 1877 damals errichtet. Und für diesen Teil hat die jüdische Gemeinde damals 60.000 Gulden bezahlt. Und das sind ca. 260.000 Quadratmeter. Und diese erstrecken sich von Tor 1 bis zu Tor 11. Ein buddhistischer Friedhof außerhalb Asiens ist sehr selten. Auf dem Areal des Soldatenfriedhofs befinden sich ca. 15.000 Grabstellen. Die Grabsteine zeigen Gräber von Offizieren. Im Bereich des Waldfriedhofs wird die Asche in einer biologisch abbaubaren Urne beigesetzt. Die 2009 errichtete Anatomie-Gedenkstätte sammelt und konzentriert das Andenken von Angehörigen und Freunden. Der Islam ist bereits seit 1912 als Religionsgemeinschaft in Österreich anerkannt. Die Anerkennung steht im Zusammenhang mit der Annexion von Bosnien-Herzegowina 1908 durch die Habsburger Monarchie. Abgerundet wird eine Kutschenfahrt mit einem Besuch in der Konditorei Oberla, der Kaffee und Kuchen. Damit schließt sich der Kreis. Eine schöne, leicht und gepflegte Wiener Kaffeehauskultur.